Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Homeopia. Jawohl, endlich ist es soweit, es ist raus. Ich glaube, ich hatte dieses Spiel jetzt mittlerweile fast 2 Jahre auf meiner Wishlist auf Steam und endlich ist es raus. Es ist gerade frisch vor ein paar Minuten rausgekommen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und es hat etwas gekostet. Ursprünglich, bis vor kurzem, war es nämlich so, dass es eigentlich noch Free-to-Play rauskommen sollte und die Entwickler wollten sich mit Bezahl-DLCs finanzieren, bis Unity dazwischen geschlagen hat. Ne? Denn dieses Spiel ist auf der Unity-Engine entwickelt. Und vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, Unity, die Firma hinter dieser Engine, hat vor kurzem massive Preiserhöhungen angekündigt. Und zwar nicht ganz nette. Es gab einen riesen Shitsturm, denn Unity wollte mal eben ab einem gewissen Umsatz auch für vergangene Spiele pro Installation des Spiels 20 Cent. Und das war gerade für viele Indie-Entwickler, die auf Unity zurückgreifen, ja, nicht so ganz so nett. Und mittlerweile hat zwar Unity zurückgerudert und haben mittlerweile ein halbwegs faires Preismodell vorgestellt, was auch nicht mehr für vergangene Spiele betrifft, sondern wirklich nur ab der Spiele, glaube ich, ab 2024, soviel ich weiß. Nichtsdestotrotz hat der Entwickler jetzt hier von Homeopia gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist ja auch, dass Unity hier irgendwann mal die Preise wieder anzieht und deswegen haben die jetzt, wie ich finde, immer noch faire 15 Euro, paar zerquetschte, glaube ich, war es jetzt, was ich gerade bezahlt habe. Ja. So viel dazu. Das Spiel ist so ein bisschen Richtung House Flipper. Man kann hier sein eigenes Haus bauen. Ich hatte natürlich gehofft, man kann gleich von Anfang an hier so einen Sandbox-Modus schalten, wo man direkt ohne unlimitiertes Geld und so weiter sein eigenes Haus bauen kann. Kann man leider nicht, zumindest im Moment noch nicht. Also ich kann hier längst vorangehen und es gibt hier leider kein Sandbox-Modus. Ich habe auf jeden Fall schon mal das Tutorial gespielt, deswegen bin ich jetzt Rang 2. Und ich würde sagen, wir fangen mal unseren ersten Job an. So, was haben wir denn hier? Kleiner Renovierungsjob. 2 Räume. Gibt 2180, 1090 und ja, guck mal, das ist doch der mit der meisten Kohle. Kunde ist Nettie Klein. Dann gucken wir mal, was Nettie will, ne? Nette Klein, Budget hat 4.800, das ist schon mal gut. Gründen annehmen, wir nehmen das mal an. Wir gucken mal, was uns erwartet. Ladegebäude. Oh hey, mein Zuhause muss renoviert werden. Wir fingen an, selbst zu renovieren und das wuchs uns über den Kopf. Warum machst du das denn auch? Im Grunde mag ich, was ich mag und hasse alles andere. Das ist mal eine Lebenseinstellung. Folgendes finde ich cool. Modern Styles. Bitte benutze das hier nicht. All Remaining Furniture Styles. Was? Sie findet Modern Styles cool, aber... Ach so, nee, Quatsch. Falsch verstanden. Ich soll All Remaining Furniture Styles nicht benutzen. Also am besten nur Modern Styles. Okay. So, kleiner Renovierungsjob. Renoviere kleines Vollbadezimmer. Niedrige Qualität und kleine Küche. Ja, man kann hier irgendwie wohl bis zu 5 Sterne pro Job ernten. Wir gucken mal, ob wir... Okay, ich sehe schon hier. So, ich muss mich hier noch ein bisschen mit der Kamera reinfuchsen. Also man kann hier von der ISO-Perspektive aus gucken. Man kann hier auch die verschiedenen Stockwerke, ne? Dann kann man praktisch das Dach abdecken, dass man in die Räume gucken kann. Und man kann auch in die Ego-Perspektive wechseln. Das finde ich eigentlich ganz nice. Irgendwie ist die Musik, glaube ich. Ich habe die Musik doch schon runtergedreht, aber die ist immer noch ziemlich laut. Hübsche Tapete übrigens, by the way. So, was ist das? Das ist die kleine Küche. Okay. Und dann ist das wahrscheinlich hier das Schlafzimmer. Ja. Kleines Schlafzimmer und hier ist das Bad. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal hier mit der kleinen Küche an. Was müssen wir denn machen? So, wir müssen Bodenbelege, 20 Stück. Ja, ein Bad kommt ja eigentlich fließen, würde ich mal sagen. Wir haben auch tatsächlich... Ich habe durchs Tutorial ein bisschen was freigeschaltet, aber...
nicht allzu viel. Also hier brauchen wir noch Rang 3, Rang 4 und so weiter. Gucken, ich muss mal gucken. Die finde ich eigentlich schon ganz nice. Beige, nee, beige will ich nicht. Die ist auch ganz nice. Auch nice. Ich mag ja so diese großen Fliesen eigentlich, ne? Aber die finde ich eigentlich auch mit diesem Grün ganz... Jetzt bin ich schon... Gleich am Anfang bin ich schon völlig überfragt. Komm, wir nehmen jetzt mal hier diese graue. Und hauen hier mal ein bisschen was an Fliesen rein. So. Bodenbeläge haben wir. Dann brauchen wir Wandverkleidung. Das sind ja Innenwände. Weiß bemalte Wände. Muss ich aber nicht machen, ne? Ich kann ja auch Innenwände. Wandverkleidung. Tapete ist die Frage. Ich würde wahrscheinlich hier auch Fliese machen. So, wir gucken mal. Dann nehmen wir die klassische weiße. Die finde ich eigentlich ganz nice zum Boden. Nimmt er das? Ja, nimmt er. Gut, das zählt das schon mal gut. So, dann einmal hier ringsherum. Wupp, zum Glück geht das recht schnell. So, ein Kühlschrank. Ich glaube, da muss ich auf einrichten, ne? Wobei, ich könnte auch hier auf die Lupe. Dann zeigt er mir das automatisch an. Vintage? Nee, sie will ja irgendwas billiger, gebrauchter. Ne, gebrauchten wollen wir nicht. Wobei, ich habe 4150. Ich nehme mal den, aber ich habe hier keinen Modern. Aber sie wollte ja, glaube ich, keinen Vintage, ne? So, dann drehen wir den mal. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Den stelle ich mal. Ich stelle den mal hier hin. Mal gucken, ob das so geht. Boing. Kann ich den jetzt auch öffnen? Nee, leider nicht. Fenster kann ich mal. Ein bisschen frische Luft hier rein. Oh, was ist das denn hier? So ein Scheißhaus. Kann ich das hier vielleicht verkaufen? Oh, ich hänge fest. Warte mal. So. Kann ich damit irgendwas machen? Könnte ich das duplizieren, anpassen, finden? Nee. Verkaufen kann ich es leider nicht. Schade. Gut, so, was brauchen wir denn noch? Eine Küchenspüle. Kriegste. So, traditionell modern. Ja, nehmen wir natürlich hier modern, ne? Und ich glaube, man kann hier auch Farben ändern. Warte mal. Ich mach den mal hier neben den Kühlschrank. So. Warte mal. Anpassen. Grundierung. Oh ja. Oh, warte mal, kann ich auch Möbelmetall. Glattes schwarzes Schmiedeeisen. Okay, nee. Schmiedeeisen finde ich jetzt nicht so. Oh Gott, nein! Olivgrün, abgenutztes Industriemetall. Da haben wir schon einiges, ne? Kunststoff. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Loftmetall. Nee. Sie will es ja auch billig, ne? Wir machen mal hier Saturn-Kunststoff. So. Gut, so, Beleuchtung willst du. Machen wir mal eine Deckenbeleuchtung. Haben wir hier was Modernes? Verdammt, ich habe hier nichts Modernes. Vielleicht bei Wandleuchten? Modern. Oh, ach so, das sind so eine... Ja, damit man hier spülen, bei der Spülung ein bisschen was hat. Alright, reicht schon. Ja, ich hätte jetzt eigentlich eher gerne was anderes genommen, aber wir wollen ja auch möglichst die 5 Punkte machen, deswegen, ja. So, Küchenschränke, modern, das ist modern, dann machen wir das auch mal. Eins, achso, muss ich jedes Mal neu machen? Okay. Das finde ich schade, dass er das nicht irgendwie... Nee, halt nicht traditionell, halt. Dass er das nicht in der Hand behält, solange man, wie man den noch ausgewählt hat. So, vorsichtig auf die Kante. So. Ich muss das mal eben, ich will das aber auch anpassen. So, was hatten wir denn? Ich glaube, Metall hatte ich, ne?
Scheiße, was hatte ich denn jetzt? Ich hatte irgendwas mit satinierten Kunststoff, ne? Genau. So, dun dun. Soll ja auch einheitlich aussehen. Gut, dann, und dann machen wir, glaube ich, noch mal ein paar Hängeschränke, ne? Habe ich auch Hängeschränke? Das ist alles Rang 3. Das ist traditionell, das ist nicht. Wandschrank, ah ja, hier. Boing. Und dann. Ja, nochmal einen, ne? Hallo? Okay, irgendwie. Ich komme noch nicht so ganz in die Steuerung rein, aber. Wieso macht er jetzt hier keinen. Irgendwie will er mir den nicht nochmal machen. Dann machen wir halt ihn hier. So. Und ich glaube, den machen wir auch nochmal. Okay, Möbelmetall und Satinkunststoff. Gut. So, dann brauchen wir Gerät. Brauchst du Gerät? Geschirrspüler? Was, oder was nehmen wir hier? Den Herd, glaube ich, brauchen wir erstmal, ne? Ein, ohne Abzugshaube. Ne, warte mal, wir brauchen erstmal einen Herd. Billiger Backofen, traditionell, vintage, modern. Kostet 375. Holy shit. So, den packen wir. Ich würde sagen. Wo ist denn hier vorne? Oh, ach so. So, dann packen wir den einmal hier hin. Hopp. Und dann auch die moderne Abzugshaube dazu. Brauchen zwar keine Gerät, aber nicht zusätzlich, aber nur was wir haben, das haben wir. So, kann ich das auch nochmal irgendwie anpassen? Na gut, machen wir auch Metall, aber will ich das jetzt auch Satin? Ich weiß es nicht. Ja komm, wir machen es einfach, ne? So, Dekor. Oh, guck mal hier. Tischdekor, Wandkunst, Fensterbekleidung. Oh, warte mal. Eine schöne Gardine. Ja. Wobei, die ist mir. Ne, die ist auch Vintage, ne? Wir brauchen ja was Modernes. Jawohl. Warte mal. Kann ich die? Achso, ne, ich dachte schon, ich kann die Vorhänge vor und zu ziehen, aber. Das ist das Fenster, okay. So, ich brauche aber noch mehr Dekor. Was haben wir denn? Spiegel, Uhren, Uhren. In jede gute Küche gehört eine Uhr. Schreibtischuhr, hängende Uhr. Die machen wir mal. Ja. So, und dann Kissen, nee, Spielzeug, divers. Was haben wir da unter divers? So, Boxen, ne? Für die Kartoffeln. Können wir aber noch nicht. Ist alles noch nicht freigeschaltet. Komm, dann machen wir noch eine Pflanze. Wo stelle ich die denn hin? Kann ich die hier? Warte mal, auf dem Kühlschrank vielleicht? Geht das? Nee. Ist wahrscheinlich zu groß. Die geht. Alright. So, dann brauchen wir nur noch Zubehör und dann haben wir das schon. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Oh, warte mal, hier Geschirrständer. Ja. Zum Spülen. Und ein. Nee, das ist Vintage, warte. Ach, der macht das immer wieder zu. Habe ich denn noch irgendwas? Serviertablett. Das ist Badbecher. Ein Creusette-Schmortopf. Oh, welche Creusette Farbe. So, ich würde aber irgendwie, ich habe noch Lust ein bisschen zu dekorieren. Obstkorb, kann der an die Wand oder? Nee, der Obstkorb kann hier hin. Dann, Teekessel. Ist der Vintage? Nee, ich glaube nicht. Hätte ich die aufmachen sollen, die Platte? Ich weiß es nicht.
Das ist nur ein Backofen, ne? Der hat gar keine Kochfelder. Naja, egal. Nicht mein Problem, ist ja nicht meine Küche, ne? Und da Serviertablett. Ich hätte noch gern wie so ein Handtuchhalter oder irgendwie sowas. Servierte. Nee. So, ich glaube, wir sind hier fertig, ne? So. Ist ja nicht unser Zuhause, von da müssen wir das ja jetzt auch nicht bis zur Unendlichkeit auszudekorieren. So, hier brauchen wir natürlich wieder Bodenbelege. Kleines Vollbadezimmer. Das heißt, auch hier machen wir Fliesen rein. Jetzt würde ich hier tatsächlich mal die anderen machen. Die finde ich nämlich eigentlich auch ziemlich nice. So. Wandverkleidung. Innenwände. Wie sieht denn hier der Putz aus? Nee, der Putz sieht aber... Achso, das kann ich noch gar nicht nehmen. Wir nehmen hier auch mal Steinfliese. Achso, das ist Rang 4. Kann ich gar nicht nehmen. Wir nehmen mal hier die klassische... Whee! So, haben wir schon? Ja, wir haben schon. So, dann einmal Badewanne oder Dusche. Ist ja ein sehr kleines Badezimmer. Von da nehmen wir mal hier eine moderne Dusche. Hopp, ab in die Ecke mit dir. Kann ich die benutzen? Kann ich hier irgendwie die Tür? Nö. Leider nicht. So. Einmal ein Scheißhaus. Haben wir ein modernes Scheißhaus? Ne, dann nehmen wir hier die gute alte Standard. So. Dann brauchen wir noch ein Waschbecken. Guck mal, das ist echt hier klein, ne? Das ist echt nicht gerade groß hier, das Badezimmer, aber was soll's. So, Beleuchtung. Wir haben immer noch keine, ne? Traditionell. Ich würde jetzt hier einfach mal... Nee, das sieht scheiße aus, ne? Ich würde natürlich gerne eine schöne Lampe hier von denen nehmen, aber... Die sind alle nicht modern. Ich glaube, dann nehme ich doch mal lieber... hier. Zubehör. Warte mal, ich muss mal eben... So, wie komme ich eigentlich wieder in den... Ich glaube, das war so, ne? Genau. Könnte man mich das Ganze jetzt auch hier von oben machen? Wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Genau, ich könnte das jetzt... Oh, verdammt. Falsche Taste. So. Also ich könnte das hier im Prinzip auch von hier oben einrichten. Ist manchmal vielleicht gar nicht verkehrt. Gerade wenn man ein bisschen Platzprobleme hat. So, was brauchen wir denn noch? Badezimmerzubehör. Beheizter. Ich mache das aber trotzdem lieber wieder von drin. Ich finde das ein bisschen netter. So, wobei war das? Okay, war nicht modern, aber auch nicht vintage. Zumindest das. Ich bräuchte aber irgendwie... Warte mal, einrichten. Ich bräuchte auch irgendwie ein Regal. Nee, halt. Gibt's hier nicht irgendwie Möbel? Gibt's hier nicht speziell Badezimmermöbel? Regale und Schränke. Da gibt's nur solche Regale. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich müssen wir die auch erst noch freischalten, die Badezimmerregale. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Klorolle. Natürlich. Upp. Warte mal. Wie ist die? Okay, die ist zumindest richtig rum. Jetzt mal ehrlich. Wer macht die Klorolle so, was, wie ich finde, richtig ist? Oder lässt er das lose Papier hinten runter? Ich verstehe das immer nicht, warum man das macht. Vorne ist doch... Naja, das ist genau die gleiche Diskussion wie Nutella mit oder ohne Butter. So, Spiegel brauchen wir natürlich.
Okay, da haben wir nicht viel, ne? Da habe ich aber nur Vintage. Okay, kein Spiegel. Und dann gibt's dafür... guck mal, wenn man in den Spiegel guckt, ne, dann sieht man, denkt man immer, oh, guck mal, wie süß sehe ich aus. So. Ja, muss reichen. So, und wir brauchen aber noch Dekor, Spielzeuge, Wandkunst. Warte mal, gibt's hier nicht so einen kleinen Klovorleger? Wie groß ist der? Alter, wie riesig ist der? Gibt's nicht irgendwas? Oh, schick. Hellerläufer. Ja. Boah, das ist alles so riesig, ne? Wobei, warte mal, ich glaube... bin der Meinung, man konnte auch die Größe anpassen. Warte mal, anpassen. Kunstwerk? Nee. Inspizieren. Nee. Okay, geht anscheinend doch nicht, aber das ist mir dann doch ein bisschen too much. Muss noch mal gucken, gibt's nicht irgendwo kleineren Teppich? Badematte, ja, hier. Die kommt vor die Dusche? Ne, damit man auch warme Füße hat, wenn man rauskommt. So, wir sind fertig. Jetzt bin ich gespannt. Wollen wir abschließen? Könnten jetzt abschließen. Oh, eigentlich würde ich gerne... Oh Gott, diese Tapete. Holy shit. Ja, wir haben auch nur noch $910. Ich schließe mal die Aufgabe ab. Jetzt bin ich gespannt. So, Grundeingeld, ausgegebenes Budget. Guck mal, wir haben fast 4000 ausgegeben. So, erwünschter Artikel 13, unerwünschter Einer. $12 Abzug. Ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Komm, wir machen das jetzt. Trotzdem 5 Sterne. Nice. The general design is excellent and I love what you did with the full Badezimmer. Okay, es ist anscheinend noch nicht alles übersetzt. Es ist ja auch noch im Early Access, von daher. So. Achso, ich habe gespeichert. Wollte ich gar nicht. Egal. So, wieder ein bisschen weiter Richtung Rang 3. Alright. Du hast bereits einige Berufserfahrung gesammelt. Das ist großartig. Wenn du den Rang 4 erreichst, kannst du Aufträge in einem neuen Stadtviertel annehmen. Alles klar. Außerdem kannst du dein Verdienstgeld für die Modernisierung deiner Starterhaus ausgeben. Die Immobilien, die du besitzt, werden unter meine Häuser aufgeführt. Du kannst dein Haus jederzeit besuchen. Später kannst du dein neues Land kaufen und Häuser von Grund auf bauen. Ja, genau das will ich. Man hat hier nämlich verschiedene Grundstücke, die man kaufen kann. Die auch verschieden groß sind, ne? Also die kleinen sind 32x32. Die größeren kann man noch wählen, 64. Aber die kosten halt Geld, ne? Die kosten dann... Und ich möchte gerne irgendwann im Bachfeld eins kaufen. Am liebsten riesiges, aber das kostet allein schon das Grundstück nur 34.000. Und man kann noch verschiedene Standorte wählen. Finde ich eigentlich nice. Und wir haben ein Starterhaus bekommen. Das können wir ja mal besuchen. Das habe ich mir nämlich geschenkt bekommen, als ich das Tutorial abgeschlossen habe. Und wieso liegt hier eigentlich so viel Dreck rum? Ich muss das mal mit Handfeger und Schaufel. Natürlich. Wer macht seine Müllsäcke im Garten nicht mit Handfeger und Schaufel weg? Also macht doch jeder. So, gucken wir mal. Ist hier noch mehr Müll? Ich komme hier nicht durch. Okay, ein Bettgestell. Ich habe keine Ahnung, warum das hier ist. So. Hier ist auch noch Müll. Ah, diese Nachbarn, ne? Echt. Haben sich wohl auch gedacht, ne? Der ist gerade mal nicht zu Hause. Ne? Müllabfuhr ist teuer. Dann machen wir doch mal einfach unsere Scheiße hier einfach so in seinen Vorgarten. So. Okay, hier ist auch noch mehr. Irgendwie ist aber das Bild noch ein bisschen ruckelig, ne? Ich habe schon mal in den Einstellungen geguckt, ob ich da irgendwas ändern kann, aber leider nicht. So, hier ist eine kleine Abstellkammer.
Ja, riesig ist unser Haus nicht, ne? Hier ist auch noch ein kleines Bad und die Einrichtung ist nicht gerade schick. So, hier ist ja auch noch Müll. Machen wir auch nochmal weg. So, was wir machen können, wir können uns das natürlich mal von oben angucken. Und dann würde ich sagen, wir decken mal hier die Stockwerke ab. So, hier, das ist unser Erdgeschoss. Kleine Küche, hier ist das Wohnzimmer. Hier könnte man eine kleine Essecke machen. So, und oben haben wir hier, wie gesagt, den Abstellraum. Ja, hier dann das Schlafzimmer und das Bad, ja. Nicht viel, was man damit machen kann, aber man könnte hier theoretisch auch noch weiter ausbauen. Denn ich könnte jetzt auch hier noch bauen. Das heißt, ich könnte jetzt Fundamente dazu machen. Aber das kostet schon 600 Euro. Nein, hast du jetzt gebaut? Ich wollte nicht bauen. Nee, stopp. Stopp. Also auch dafür brauchen wir riesig viel Geld. Also wir müssen noch viele, viele Aufträge machen. Gut, so, ich gehe mal wieder zurück zur Map. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal gleich den nächsten. 2000... Ja, wir nehmen natürlich immer gleich den Raum mit dem meisten Geld. So, was müssen wir hier? Bonnie Chang hat auch 4600. Okay, dann nehmen wir das mal. Gut, du bist endlich da. Du musst hier deine Magie einsetzen. Sehe ich aus wie Harry Potter oder was? Wenn du hineingehst, wirst du sehen, was getan werden muss. Ein Raum sollte Platz bieten. Weißt du, was ich meine? Übertreibe es nicht. Ich neige eher zu folgendem. Yellow painted walls, black painted walls and white painted walls. Hört sich irgendwie nach CD-Titeln an. Ich kann folgendes nicht leiden. Grey painted walls und traditional styles. Wer soll sich das denn alles merken? Wir sprechen uns, wenn du fertig bist. Okay, hier steht's aber zumindest zum Glück nochmal. Ich hoffe, wir können uns das später wieder aufrufen. So, was ist das denn für eine kleine Butze? So, okay, warte mal. Wir gehen mal hier rein und gucken. Achso, ich bin noch im Flugmodus, deswegen. Ich habe mich schon gerade gewundert. So, wer soll denn hier den Rotz alles hier wegmachen? Oh, ein Geschenk? Für mich? Für mich? Nein! Habe ich das... Okay, Badewanne oder Dusche, ja. Die lassen wir doch hier drin, die ist doch noch wie neu. Einmal kurz attert, scheuer mich drüber und gut ist. Also ich weiß gar nicht, was sie da jetzt neu haben will. Das ist doch völlig in Ordnung. So, ich muss länger halten. Wo könnte ich denn die jetzt... Die könnte ich sogar verkaufen. Was kriege ich denn dafür? Wir haben jetzt genau 4600. Okay, ich habe dafür... Wieso wurde mir da jetzt 50 Euro abgezogen? Ich habe es doch verkauft. Oh Gott. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So. Guck mal hier. Hier ist doch ein schönes. So, okay. Hier ist das kleine Wohnzimmer. Dann machen wir hier auch gleich mal klar Schiff. Alles natürlich mit dem guten alten Handfeger. So, einmal hier und einmal hier. Noch dreimal Müll verbleibend. Ach so, das hier zählt auch als Müll. Okay, der Schimmel von den Wänden. Und einmal Spinnweben. Und einmal fehlt noch, ne? Nee, Quatsch, haben wir gar nicht. Gut, so, dann würde ich sagen... Kann ich nicht einfach die ganze Einrichtung hier verkaufen? Da mache ich doch mehr Cash als mit dieser Renovierung. Verstehe es nicht. So, Bodenbelege. Wohnzimmer. Würde ich mal Holz machen. Was ist das? Warte mal. Ich muss noch mal eben gucken. Wo sehe ich das? Sie wollte... Da geht es aber nur um Wände, ne? Der Fußboden ist ja, glaube ich, egal. Mag nicht Artikelqualität. Okay. Das heißt, wir kaufen hier nur Billigramsch. Gut, so.
Okay. Also, Holz. Sie mag es ja billig, ne? Abgenutztes? Ne, wobei, das sieht scheiße aus. Elfenbein. Okay, viel haben wir nicht, ne? Wie sieht das denn aus? Das sieht natürlich sehr schön billig aus. Aber ich glaube, ich nehme lieber das hier. So. Gut, so, jetzt muss ich mal gucken. Also, sie mag gelb, schwarz, weiß. Kam da noch was dahinter? Auf jeden Fall keine grau. Gelb, schwarz und weiß. Okay. Wandverkleidung. In den Wände. Und dann machen wir mal Tapete. Guck mal, hier ist doch gelb. Die ist gelb. Ui, ui, ui. Zählt das eigentlich auch noch mit zum Wohnzimmer? Oder wo ist denn... Ne, wobei Bodenbelege geht nur bis hier. Bekommen, das ist dann gratis. Hat sie oben drauf bekommen. Boah, ich glaube, ich gerade sehe... Ist die Kante? Hätten wir die noch machen müssen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, warte mal. Ich kann doch aber... Irgendwie konnte ich inspizieren. Items, Colors... Das ist das hier? Nee. Ich muss da mal gucken, wie das Material... Genau, dann kann ich nämlich inspizieren. Und dann zeigt er mir an, was ich da genommen habe. Ja, genau. Dann muss man das nicht jedes Mal wieder suchen. So, die Kante kann ich hier nicht machen, oder? Nee. Die Kante geht nicht. Alright. So, einmal. Natürlich ein Sofa. Gelb und grün passt doch immer, ne? So. Boing. Beleuchtung. Jetzt können wir hier endlich mal Deckenbeleuchtung machen. Wobei sie mag kein Grau, ne? Sie mag kein Grau. Ist die Frage, kann ich die Farbe noch ändern? So. Möbelstoff. Ja, Stoff, ne? Guck mal, nimm mal auch gelb. Gut. So, Wohnzimmermöbel will sie 2. Gibt's denn hier einen Fernsehtisch? Guck mal, auch in gelb. Und hier ist ein Kinderregal. Gibt's hier irgendwo so ein Fernseh-Sideboard? Weltliche TV-Kommode? Nein. Nein. Und nochmal nein. TV-Kommode aus Eiche. Die ist zu groß, ne? Verdammt, die ist zu groß. Brauch irgendwas Platzsparenderes. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Das Schließfach Buffet, meine ich. So, dann machen wir das hier und einmal die Farbe ändern. Möbel Holz. Irgendwie werden mir die Farben hier nicht mit angezeigt. Badkunststoff, heller Badkunststoff. Das sieht doch ganz gut aus. Wo sind die Türen auf einmal hin? Ich weiß es nicht. Auf einmal sind die Türen weg. Egal. So, und dann machen wir nochmal ein Tischchen, ne? Antik, Kinder. Wir machen einfach hier mal diesen Tisch. Boing. Dann natürlich eine Glotze. Kleiner Standard-TV. Wie groß ist denn der? Oha. Nicht gerade groß. Gibt es den noch einen größeren, oder? Ja, der ist besser. Ich hab Bock hätte so auf so ein Vintage-TV, ne? Aber egal. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Dekor. Also hier auf jeden Fall ein Teppich rein. Grauer Plüschteppich. Nee. Nee, Badematte natürlich nicht, aber... Ich glaube, der ist ganz gut, ne? Jo.
Was haben wir denn noch? Zimmerpflanzen? Machen wir hier auf den. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Hier geht's. Hopp. Was haben wir denn noch? Fensterverkleidung. Habe ich hier überhaupt ein Fenster? Ich habe hier ein Fenster. Gut, so, dann warte mal. Fensterverkleidung. Nee. Das passt auch nicht. Habe ich überhaupt was Passendes? Breiter Vorhang. Schwupp. Oh, so viel schönes Gelb. So, egal. Ist ja nicht meine Butze. Und dann würde ich nochmal Kissen. Oh ja, Kissen. Kissen. Das Sofa braucht noch Kissen. Bettkissen? Nee. Warte mal, was ist hier mit? Oh. Da will ich aber nochmal die Farbe ändern. Stoff. Nein, ich wollte doch nicht, dass. Ich wollte doch nicht, dass. Warte mal. Das ist noch gesperrt. Verdammt, wie kriege ich das Sofa wieder zurück? So, dann machen wir das halt so. Und ich würde aber jetzt. Kann ich denn das Kissen auch? Jetzt ist die Frage: Macht er jetzt das Kissen oder macht er das Sofa? Okay, er macht das Sofa. Nee. Ach, hier kann ich zurückgehen. Alles klar. So, dann machen wir das so. So, kleines Wohnzimmer ist fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nächste Folge kümmern wir uns um diese Drecksbude hier und gucken wir mal, was wir daraus machen. Oh Gott, eigentlich müsste alles hier renoviert werden. Ich weiß gar nicht, warum wir hier jetzt nur zwei Zimmer machen dürfen. Eigentlich müsste hier alles abgerissen werden. Nun ja, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Folgen wir machen werden. Es wird wahrscheinlich kein komplettes, vollständiges Let's Play werden. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf ein paar Folgen mehr. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.